Die Fraktion Die Linke, unser Kollege Steffen Bockhahn. Bitte schön, Kollege Steffen Bockhahn. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Einzelplan hat eine wirklich gute Nachricht. 2 Millionen Euro mehr für die Ortsgruppen des Technischen Hilfswerkes. Das ist unbedingt notwendig, und das ist richtig so. Wir, Die Linke, haben diesen Antrag in den Haushaltsausschuss eingebracht. Die Koalition hat dann 2 Wochen gebraucht, um darüber nachzudenken, und hat ihn dann übernommen. Das war auch gut so. Herzlichen Glückwunsch zur Erkenntnis. Aber, meine Damen und Herren, wofür geben wir im Einzelplan 6 im Innenministerium noch Geld aus? Vor allen Dingen für solche Dinge wie die digitalen Großprojekte, den Digitalfunk, Elena, den Bundestrojaner, Körperscanner oder das neue Cyberabwehrzentrum. Allen gemein ist, dass sie sehr teuer sind und selten funktionieren, dafür aber teilweise erheblich in Freiheitsrechte eingreifen. Meist geht es dabei tatsächlich um die innere Sicherheit, allerdings durch Bedrohungslagen, die eher von außen kommen. Und bei allem Engagement in diesem Bereich, Herr Minister, haben Sie offensichtlich die Bedrohung im eigenen Land übersehen. Ihre Antwort auf die aktuellen Ereignisse nun sind wieder neue Behörden oder Zentraldateien, sind größere Befugnisse der Behörden. Sie wollen eine engere Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten als Antwort auf den braunen Terror. Meine Damen und Herren, eine der wichtigsten Lehren aus der deutschen Geschichte ist, dass beide, dass Geheimdienste und Polizei, strikt voneinander zu trennen sind. Die Erfahrungen der NS-Diktatur sind der Grund für das Trennungsgebot in unserer heutigen Verfassung. Weil grüne Polizei und Gestapo Hand in Hand gearbeitet haben und damit Schreckliches angerichtet haben, sollte es nie wieder eine solche Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten geben, so der Wille der Väter und Mütter unserer Verfassung. Und daran sollten wir uns halten, meine Damen und Herren. Und wenn diese engere Zusammenarbeit jetzt aber Ihr großer Vorschlag ist, Herr Minister, dann gibt es da offenkundig ein großes Problem. Wir brauchen nicht neue Kompetenzen. Es wäre schon damit geholfen, wenn endlich alle mal ordentlich ihre Arbeit machen würden. Und das scheint ja leider in den vergangenen Jahren offensichtlich nicht der Fall gewesen zu sein. Es gibt inzwischen, auch das tut mir leid, das sagen zu müssen, denn es wirft kein gutes Bild, in Deutschland Gegenden, wo die Menschen Angst haben und wo sie das Vertrauen in den Staat verloren haben. Und da, meine Damen und Herren, hilft weder ein Cyberabwehrzentrum noch ein Körperscanner. Bei den Opferberatungszentren für die Opfer rechter Gewalt, das habe ich mir heute versichern lassen, stehen die Telefone in diesen Tagen nicht still, weil die, die schon einmal Opfer geworden sind, jetzt erst recht Angst haben, dass sie wieder zu Opfern werden, weil der Terror weitergeht. Herr Minister, ich bitte Sie, kümmern Sie sich schnell darum, dass die Menschen wieder Vertrauen darin haben, dass der Staat für ihre Sicherheit sorgt. Und dass dies eine Aufgabe des Staates ist, für Sicherheit zu sorgen, das sagen selbst die härtesten Neoliberalen. Dafür muss man nicht mal ein Linker sein. Aber noch einmal, wir brauchen dafür nicht neue Befugnisse, sondern es ist notwendig, dass endlich alle ordentlich ihre Arbeit machen. Und was ist da eigentlich passiert? Wie kann es denn sein, dass so lange so viel schiefgeht? V-Leute bekommen Geld, mit dem sie dann Aktionen bezahlen, die sich gegen den Staat richten, für den sie eigentlich arbeiten sollen. Und damit prahlen sie dann auch noch. Das ist doch unfassbar, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht richtig sein. Und nun sagen Sie, Herr Minister, es bestehe die Gefahr, dass uns wichtige Informationen verloren gehen würden, würden keine V-Leute mehr in der NPD eingesetzt. Aber woran bestand denn bisher der Nutzen dieser V-Leute? Und ich darf Ihnen sagen, Udo Pasteurs und Udo Vogt sind verurteilte Straftäter. Der Straftatbestand hieß Volksverhetzung. Das war alles für jeden öffentlich zugänglich. Dafür brauchte man nicht einmal V-Leute. Was bringen diese V-Leute zusätzlich? Welche Gefahren werden durch sie tatsächlich abgewehrt? Diese Frage muss beantwortet werden. Und mir scheint, es tut mir leid, das so attestieren zu müssen, dass Sie die Bedrohungslage nicht richtig einschätzen. Bei Demos und Bündnissen gegen Nazis sind die Behörden ganz aktiv und mit vollem Einsatz dabei, auch mit V-Leuten. Auf der anderen Seite wird aber seit Jahren Offenkundiges ignoriert. Eine kleine Geschichte.
In Lahlendorf bei Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern haben Nazis den Bürgermeister des Ortes auf seinem Grundstück bedroht mit Eisenstangen. Er hatte sich offen gegen Nazis engagiert, die in seinem Ort leben. Würde ihr V-Leute-System tatsächlich funktionieren, hätte man dem Bürgermeister und seiner Familie einiges an Angst ersparen können. Und diejenigen, die dort bei ihm waren, waren teilweise die Spitzen der Landes-NPD in Mecklenburg-Vorpommern. Es hat nicht funktioniert. Und ich möchte, dass wir wissen, warum nicht. Geheimdienste, meine Damen und Herren, scheinen sich nur schwer kontrollieren zu lassen. Und daher, das wird wenig Zustimmung hier finden, aber es ist unsere Position, fordern wir weiter ihre Abschaffung. Wenn Sie diesen Weg mit uns nicht gehen wollen, dann lassen Sie uns aber wenigstens eine ordentliche parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste durchsetzen. Und das bedeutet dann auch, dass es nicht länger sein kann, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages von dem Geheimdienst überwacht werden, den Sie überwachen sollen. Das ist aber heute immer noch der Fall. Vielen Dank, Kollege Steffen Bockhahn. Jetzt für die